Freundinnen Farming spielen. Jo, es ist immer sehr spaßig mit den Spielen da hinten und alles. Ich habe mit meinen Freundinnen schon Abfallen gespielt. Nach glücklichen Kindern braucht man ihn jedoch nicht lange zu suchen. Suchen schon eher die Kinder nach Ostereiern und bekommen dafür tolle Geschenke. Ich hab's gehofft, mit dem schönen Finger, weil ich hab Apfel gekocht. Die beeindruckende Infrastruktur in Limburg hat weniger mit Glück zu tun, vielmehr mit vorausschauender Planung und Nachhaltigkeit. Hier als Wohnsitzgemeinde ist man einfach bestens aufgehoben. Die Infrastruktur ist hervorragend für alle Altersgruppen, für alle Generationen. Einfach ein Platz zum Wohlfühlen. Das zieht auch Prominente an. Ich bin gefreut, dass ich heute da sein kann in Limburg. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie vorher da. Schau, darf man. Alle Altersgruppen ist etwas dabei. Beim Tag des Sports fordern Kinder erfolgreich ihre Eltern. Interessante Dinge miteinander verbinden und die richtige Karte ausspielen. Ein Top-Turnier inmitten von exklusiven Teppichen. Und wer seinen Koffer richtig packte, konnte damit sogar Geld verdienen. Das ist auch so eine gute Idee gewesen, mit dem Koffer auszurücken und aus dem Koffer herauszuverkaufen. Spirituelle Werte hochhalten. Aufwachsen in einer Welt des Miteinander. Leben mit Tradition. Ich finde es super, dass ich daran sagen, aufreden wollte. In die Spitze! Das ist das Beste, was es gibt! Ja, ich finde, dass das für Gemeindeleben auch sehr gut ist, weil sich bei solchen Festlichkeiten die verschiedenen Organisationen und Vereine mit einbringen. So auch beim Herbstwandertag am Nationalfeiertag. Die Rechnung stimmt. Limburg braucht sich vor der Zukunft nicht zu fürchten. Im Gegenteil. Denn mit den Berchten kommt auch schon der heilige Nikolaus. Und bringt Geschenke mit. Wenn ich sie gefragt habe, was sie braucht, dann haben sie gesagt, ja, selbstverständlich, natürlich, gell? Ja, eine Gemeinde tritt an für ein gemeinsames Ziel. Der bisherige Fußballplatz soll verkauft und der Erlös in ein völlig neues Projekt investiert werden. Wo der Fußballanlage seine gesamte Freizeitanlage errichtet wird, von jung bis alt. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir in Limburg brauchen, was eine 5000 Einwohner-Gemeinde braucht. Und das werden wir auf jeden Fall umsetzen. Ein neuer Kinderspielplatz wurde bereits umgesetzt. Was dabei herausgekommen ist, jede Menge Spaß. Mir fällt besonders gut die Rutsche. Ich habe sie ausprobiert und als Essen habe ich auch schon. Und die Volksschule? Für 4 Millionen Euro umgebaut und neu saniert. Bildung auf allen Ebenen. Wir sind eine Fairtrade-Gemeinde und ich bin natürlich stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, dass sie in jungen Jahren auch schon lernen, was es heißt, also einen fairen Handel zu betreiben und sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Musik verbindet. Das Musical Corin Bella und die Flora. Ein gelungenes Kooperationsprojekt zwischen Kindergarten, Volks- und Musikschule. Wenn alle gemeinsam bei so einem Großprojekt mitmachen, dann funktioniert es auch und letztendlich können die Kinder dann von diesem Ereignis profitieren und das ist uns wichtig. In Limburg hängt ständig Musik in der Luft. Nicht zufällig. Renommierte Musikschule als große Talentschmiede. Wenn man ein Stück kriegt, dann muss man sehr gut üben und dann, wenn man es eigentlich schon kann, ist es
ist es lustig zum Spielen. Und in den Ferien? Da kommt die internationale Sommerschule für Zupfmusik. Das Anschlüsse ist, dass man mit Musik solche Leute begegnet, einfach einander miteinander ganz viel Spaß hat und wie jetzt ja einfach positiv überrascht und so. Ich bin Liebhoff-Fan geworden. Also, macht Spaß hier. Liebhoff, wo sich Menschen zusammengehörig fühlen, sich für etwas begeistern können. Gemeinde der kulturellen Vielfalt und der Abwechslung. Wichtig ist, dass es eine gute Vereinsarbeit gibt in der Gemeinde, dass es die Gemeinschaft stärkt. Ergreifend und ständig intakt. Der Marktmusikverein mit über 50 Musikern. Natürlich zur Freude für die Bevölkerung, auch zur Freude für den Musiker, weil wenn er proben geht, möchte er auch dann irgendwann einmal auftreten. Es soll also lange möglich schaut, dass die Jugend weiterhin bekommen, ne? Dass dieser Kulturträger auch weitergeführt werden kann. Es sind die Menschen, die das Bild einer Gemeinschaft prägen. Liebhoch als Fundament. Glückliche Gemeinde.